Vor oder zurück? Diese Frage durften sich wohl viele Cottbusser an diesem Samstag stellen. Ich habe mal so einen Spruch gehört, mir fällt er aber nicht mehr ein. Ich komme jetzt nicht drauf. Ich krieg das immer ein paar Tage vorher mit, wenn ich das noch mal im Fernsehen höre. Wenn man sagt vor oder zurück, haben Sie eine Idee? Eins. Also zurück sozusagen. Das ist Samstag, Sonntag. Zurück. Zurück, genau, das ist zurück. Richtig. Vor. Das ist falsch. Eine Stunde geht es im Winter immer zurück. Ach so. Weil die Zeitumstellung naht. Ja, habt ihr eine Ahnung? Apropos Zeit, wir müssen. Die vorne genau. Halten wir fest, auch nach 37 Jahren Zeitumstellung sind sich die Cottbusser immer noch nicht ganz einig. Fakt ist, die Uhr wird am Samstag von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Doch welche Probleme treten bei den Cottbussern mit der Zeitumstellung auf? Und was machen sie mit ihrer dazugewonnenen Stunde? Ausschlafen. Alles klar, super. Okay. Gute Frage, ich habe Urlaub, ich habe noch keine Gedanken gemacht darüber. Nein, ich bin eh Schichtarbeiter, Nachtarbeiter, da ist das uninteressant für mich. Kommst du? Länger schlafen und Zeit ja zu Hause sein, ne? Sonst ist ja nichts weiter. Eingeführt wurde die Zeitumstellung, damit wir im Sommer das Tageslicht besser ausnutzen können. Ob das tatsächlich so ist, das werde ich jetzt einmal von Wetterexperten Rolf Tautguss in Erfahrung bringen. Hallo. Ja, Herr Tautguss, viele behaupten, dass durch die Sommerzeit das Tageslicht besser ausgenutzt werden kann. Ist denn das wirklich so? Ja, also schon so, dass man das besser nutzen kann für seine privaten Aktivitäten, aber auch von der Energieseite her gesehen, das war eigentlich der ursprüngliche Gedanke, dass man damit Energie sparen kann, stimmt das nicht. Da gab es Untersuchungen inzwischen, dass von der TU München, dass nur 0,01% Energie gespart wird. Also auch von diesem Aspekt her stimmt das leider nicht. Also ist das Ganze nur Aberglaube, was verbreitet wird? Energetisch gesehen ja, aber privat natürlich, wenn man abends was vorhat, ist es besser, man hat eine Stunde länger Tageslicht.